Schönbrunn, ein Juwel barocker Bau- und Gartenkunst, liegt, umgeben von einer detailgenau geplanten Parkanlage, nicht weit vom Herzen Wiens entfernt. Es diente schon mehreren Generationen der kaiserlichen Familie Habsburg, später Habsburg-Lothringen, als Sommerresidenz. Hier wurden Staatsgeschäfte abgewickelt, Gäste empfangen und rauschende Feste gefeiert. Der Park, früher Privatbesitz, ist seit Maria Theresia im 18. Jahrhundert auch öffentlich zugänglich. Wie viele Mitglieder der kaiserlichen Familie und deren Besucher mögen diese Wege wohl gewandelt sein? Mit seinen Statuen und Brunnen ist er bis heute eine Augenweide und gerne besuchter Ort für Entspannung und Erholung. Eine besondere Attraktion bildet dabei, damals wie auch heute, der Tiergarten. Wer kennt sie nicht? Die Lieblinge der Wiener und ihrer Gäste. Elefant, Eisbär und Tiger werden immer wieder bestaunt und dürfen bei keinem Zoobesuch fehlen. Bei genauerer Betrachtung der historischen Hintergründe eröffnet sich aber auch eine ganz andere Seite des Tiergartens. Eine offensichtliche und dennoch verborgene. Schon auf dem Weg hinein geben verschiedene Skulpturen, wie zum Beispiel dieser Hermes vor dem Eingang des Tiergartens, Zeugnis von der verborgenen hermetischen Tradition des Hauses Habsburg. Hermetik ist eine Philosophie, die man eigentlich gar nicht weit genug zurückdatieren kann. Und sie steht am Beginn des gesamten westlichen Wissens. Wenige haben also Zugang zu diesem Wissen gehabt. Und diese wenigen waren natürlich Menschen, die der Herrscherschicht zuzuordnen waren. Einer dieser Eingeweihten war auch Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen, der Gründer der Wiener Menagerie. Seine Statue steht fast unbemerkt nahe des Hitzinger Eingangs, gleich neben dem Palmenhaus, das erst 1881, mehr als 130 Jahre später, unter Kaiser Franz Josef errichtet wurde. Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen war der Mann Maria Theresias und Gründer des ältesten noch heute bestehenden Zoos der Welt. Heute liegt es in den Händen von Frau Dr. Dagmar Schratter, die Balance zwischen barockem Ambiente und den Anforderungen an die heutige Zeit zu halten. Die Aufgaben der Zoos haben sich im Laufe der Jahrhunderte, Geschichte des Tiergartens, natürlich stark geändert. Den wissenschaftlichen Anspruch, den naturwissenschaftlichen Anspruch, den hatte auch schon Franz Stephan von Lothringen. Sein Tiergarten liegt inmitten einer fantastischen Gartenanlage. Er ist der in die Realität umgesetzte Traum eines zu Unrecht verkannten Mannes, eines Visionärs. Bis heute ist dieser Ort eine der Hauptattraktionen der Donaumetropole. Wer durch einen der modernsten Zoos der Welt wandert und staunend zwischen einheimischen und exotischen Tieren wechselt, nimmt oft gar nicht wahr, welch ein Juwel barocker Baukunst des 18. Jahrhunderts vor einem liegt. Nicht erst im Barock war die Erschaffung idealer Räume mit dem Garten Eden aus dem Schöpfungsbericht der Bibel verbunden. Der Paradiesgarten wird dort als ein genau abgegrenzter Raum beschrieben, der von seiner Umgebung hermetisch abgeschlossen ist. Der Garten Eden ist das Abbild des Paradieses, wie man es sich wünscht, träumt und vorstellt.
ob es die Gärten Semiramis waren oder die ägyptischen Farmengärten im Nildelta, streng geordnete Gärten mit ihren Hauptachsen immer auf irgendein Heiligtum zugerichtet. Ist dann in der Renaissance und im Barock in ganz Europa dieses Konzept aus dem Orient, Ägypten, Griechenland heraufgekommen und wurde von den Herrschenden, von denen, die die Macht über andere hatten, realisiert in Form von kleinen Edengärten. Im Kaiserpavillon und den ehemals mit einer Ringmauer umgebenen Tierlogen ist das Prinzip des Gartens Eden perfekt realisiert. Er stellt nichts Geringeres als eine Welt in sich dar, zu der der Himmel ebenso gehört wie die Erde. Also ursprünglich war die Menagerie sehr stark, wenn man so will, von Mauern umgeben. Es hat eine Außenmauer um die gesamte Anlage gegeben. Dann gab es eine Ringmauer, die die Rückseiten der Tierhäuser miteinander verbunden hat. Und es gab Mauern zwischen den einzelnen Tierabteilungen. Die Mauern waren etwa 4 Meter hoch. Es war also früher ein sehr geschlossener Eindruck. Und wir haben noch einen letzten Rest übrig, den sieht man zwischen Großkatzenhaus und Schlossallee. Die barocke Anlage in Schönbrunn, das Schloss, der Garten, der Tiergarten stellen also nicht nur ein Zeichen der Macht dar, sie verkörpern auch eine idealisierte, künstlich angelegte Natur als Abbild der göttlichen Ordnung im Kosmos. Nach all den Kriegswirren des 17. und 18. Jahrhunderts ist die Suche nach dieser universellen Ordnung nur allzu verständlich. Und auch heute lässt uns die turbulente Zeit wieder Ausschau halten nach einem Ort der Ruhe und Erholung. Als Vorbilder architektonisch gesehen gelten eben die Menagerie in Versailles und die Belvedere-Menagerie von Prinz Eugen, die schon die Grundzüge der Schönbrunner Menagerie getragen hat, nämlich Tierhöfe, die in dem Fall im Belvedere im Halbkreis angeordnet waren. Das Zentrum war das Schloss. Hier haben wir einen kompletten Kreis mit dem Pavillon im Zentrum. Man könnte durchaus sagen, es ist eine Weiterentwicklung der Belvedere-Menagerie in Versailles. Hat es auch einen Zentralbau gegeben mit Gehegen rundherum, die allerdings nicht kreisförmig waren und nicht so schön unterteilt wie hier in Schönbrunn. Prinz Eugen ist im Jahr 1736 gestorben. Die kaiserliche Familie hat nachher das Anwesen Belvedere aufgekauft, damit auch die Menagerie und den Tierbestand. Und der Tierbestand von Belvedere ist sowohl in den Tiergarten Schönbrunn als auch in die Menagerie im Schloss Neugebäude übersiedelt worden. Schloss Neugebäude im 11. Wiener Gemeindebezirk Simmering gelegen, ist heute kaum mehr als das zu erkennen, was es einmal war. 1569 begann der damalige habsburgische Kaiser Maximilian II. Mit dem Bau seines Märchenschlosses, einem der schönsten Renaissancebauten nördlich der Alpen. Der Maximilian II. War in Spanien und brachte mit seiner Frau nicht nur den ersten Elefanten nach Wien, die ersten Affen und die ersten spanischen Pferde, aus denen sich die Lipizzaner entwickelt haben, sondern er gründete in Wien die erste Menagerie im Schloss Ebersdorf. Und zwar ist das eine Idee von Aristoteles, die in der Renaissance wieder aufgegriffen wurde, nämlich das Beobachten der Tiere. Kaiser Maximilian II. War nicht irgendeiner der Vorgänger Franz Stephans auf dem österreichischen Thron. Er erwarb das Gelände, auf dem sich heute Schönbrunn ausbreitet und auf dem damals noch die Katterburg stand. Außerdem hatte er, wie auch Franz Stephan, aber auch einige andere Herrscher aus der Familie Habsburg, großes Interesse an geheimem, magischem Wissen. Dr. John Dee,
Der berühmte Mathematiker, Astrologe und Magier widmete ihm 1564 sein Hauptwerk, die Monas Hieroglyphica, worin das Wesen der Schöpfung erklärt wird. Auf der Suche nach der Weltformel verband er Kabbala, Alchemie und Mathematik zu einer Gesamtwissenschaft. Vielleicht ist es mehr als ein Zufall, dass Kaiser Maximilians Geburtstag, der 31. Juli, im Kraftsalon Franz Stephans, dem Kaiserpavillon des Tiergartens, eine ganz besondere Rolle spielt. Rund 200 Jahre später wählte Franz Stephan genau den Geburtstag Maximilians als Eröffnungstag seiner Menagerie und huldigte damit der magischen Tradition des Hauses Habsburg. Aber wer kennt ihn? Kaiser Franz I., Stephan von Lothringen, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Mitbegründer der Dynastie Habsburg-Lothringen. Das Finanzgenie, den Sammler, den Wissenschaftler, den Künstler, den Mäzen. Das Mitglied in den damals umstrittenen Geheimbünden der Freimaurer und Rosenkreuzer, die sich die Verbesserung der Welt zu ihrer Lebensphilosophie erkoren haben. Wer kennt ihn, den Visionär, im Schatten seiner Frau, Maria Theresia? Am 8. Dezember 2008 jährt sich sein Geburtstag zum 300. Male. Vielleicht ist jetzt die richtige Zeit, um ihn etwas näher kennenzulernen. Als Feldherr für das Haus Habsburg, nicht ganz so erfolgreich wie sein Vater und Großvater, widmete sich der Schöngeist Franz Stephan, ganz im Sinne seiner lothringischen Familientradition und der damals vorherrschenden Strömung der Aufklärung, der Erforschung der Natur. Franz Stephans Lebensprinzip »Liebe deinen Nächsten« ließ ihn gesellschaftliche Schranken und religiöse Unduldsamkeit überwinden und die Achtung vor jedem Lebewesen auch in die Tat umsetzen. So waren seine Tierlogen schon damals so großzügig gestaltet, dass sie auch heutigen Anforderungen an moderne Tierhaltung standhalten. Kritisches Fragen, logisches und eigenständiges Denken und Zweifeln, besonders gegenüber der kirchlichen und staatlichen Macht, werden zur Tugend. Toleranz der Religionen wird gefordert. Speziell diesen Kaiser hat es interessiert, weil er als oberster Logenmeister in Europa, als einer, der das neue Wissen, die Aufklärung voll im Visier hatte, damit auch eine hohe Verantwortung gegenüber dem Kaiserreich, aber auch Gott gegenüber hatte, denn er war ja Vertreter des Herrn und der Welt. Und da war in der hermetischen Gesellschaft es eben üblich, immer die neuesten Forschungen und das neueste Wissen präsent zu haben. Etwas im Widerspruch zur Kirche, die mit ihrer dogmatischen Wissensbehauptung diesen Weg eigentlich abgelehnt hat. Und ich glaube zu wissen, dass seine Gattin hier den christlichen Weg gegangen ist für das Volk und er für die Wissenden seinen Weg gegangen ist. Erkenntnisse aus eigenen Beobachtungen bekommen immer mehr Gewicht. Das mag mit ein Grund für die umfassende Forschungs- und Sammeltätigkeit Franz Stephans sein. Er holte zahlreiche Wissenschaftler, erfolgreiche Gelehrte, Ingenieure, Künstler, aber auch Fachleute für Finanz- und Wirtschaftsfragen, vorzüglich aus Lothringen, heute noch als der Lothringer Kreis bekannt, an den Wiener Hof und betrieb hier umfangreiche Forschungen. 1748
holte er eine Naturaliensammlung von 30.000 Objekten und den Sammler selbst von Florenz nach Wien und legte damit den Grundstein für das erste Museum im Sinne der Aufklärung. Diese Sammlung fand dann unter Kaiser Franz Josef, fast 130 Jahre später, im neu gebauten Naturhistorischen Museum seinen endgültigen Platz. Auch die dort aufbewahrte Planetenmaschine, der silberne Brennspiegel und die verkohlten Diamanten eines möglicherweise misslungenen alchemistischen Versuches können die umfangreichen Forschungen noch heute bezeugen. Das wichtigste Merkmal der Aufklärung ist die hohe Bewertung der Vernunft bei gleichzeitiger Ablehnung aller autoritären und irrationalen Denkrichtungen. Sie löste ein durch religiöse Vorstellungen geprägtes Weltbild durch ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild ab. Wir wissen also, dass zumindest vom frühen 19. Jahrhundert an verstorbene Schönbrunner Tiere an das Naturhistorische Museum abgegeben werden mussten. Wir nehmen an, dass es auch schon unter Franz Stephan so gewesen ist, der ja der Gründer auch des Naturhistorischen Museums mit seinen Vorgängersammlungen war. Aufgrund der Tiere, die es aber dort gibt, ist anzunehmen, dass sie von der Menagerie Schönbrunn auch gekommen sind. Neben kostbaren und seltenen Mineralien sammelte Kaiser Franz Stephan auch naturwissenschaftliche Instrumente. Die kunstvolle Planetenmaschine wurde 1750 vom hessischen Astronomen Johann Georg Nestfell extra für den Kaiser konstruiert. Vermutlich nutzte er sogar das Dach des Kaiserpavillons im Tiergarten für astronomische Beobachtungen. Franz Stephan war nicht nur ein leidenschaftlicher Sammler, er führte auch selbst wissenschaftliche Experimente durch. Mit Hilfe eines silbernen Brennspiegels versuchte er 1751 gemeinsam mit dem Jesuitenpater Franz das Sonnenlicht so zu konzentrieren, dass die Kraft ausreichen würde, um Diamanten zum Verschmelzen zu bringen. Zu seiner eigenen Überraschung gelang ihm damit ungewollt der Nachweis der völligen Verbrennbarkeit der kostbaren Steine. Wenn er mit dem Diamant experimentiert hat, dann war es für mich heute logisch, dass er das Element, das aus der dunklen Erde kommt, aber auch das reinste Produkt und das edelste Produkt der Erde, reiner Kohlenstoff, aus der Finsternis mit dem Licht, mit dem komprimierten Licht sozusagen verschmelzt. Das ist ein uralchemistischer Gedanke. Franz Stephan ist auch nicht, wie die später viel kritisierten Aufklärer, bei der Erforschung der reinen Naturwissenschaften stehen geblieben. Er hat sich auch in die geheimen oder oft geheim gehaltenen Gebiete der Forschung vorgewagt. Ja, Alchemie ist natürlich eine alte Geschichte. Diese Leute waren sehr hoch angesehen, wie später die Ärzte. Die Alchemie verbindet die wissenschaftliche Untersuchung der Geheimnisse der Natur mit einer religiösen Suche nach der Erlösung der Seele. Die Alchemisten versuchen, wie allgemein angenommen, aus unedlen Metallen, wie zum Beispiel Blei, edle Metalle wie Gold herzustellen. Auch der Entdeckung des Steines der Weisen gilt ihr Bemühen. Aber letztendlich sind die alchemistischen Experimente vor allem eine Metapher für den Prozess der Veredelung, der Transformation der menschlichen Seele. Jeder Geheimbund hat dabei seine eigenen Symbole. Die fünfblättrige Rose ist ein Zeichen der Rosenkreuzer. Die Alchemie war meines Wissens Teil der ganz normalen Chemie der damaligen Zeit. Das hat sich erst später getrennt, so im 17. und 18. Jahrhundert. Also wenn man naturwissenschaftlich interessiert ist, was Franz Stephan ja auch war,
dann gibt man entsprechend Geld aus. Politik soll er seiner Frau überlassen haben, im Wesentlichen die österreichische Politik, weil für die Reichspolitik, Heiliges Römisches Reich, Deutsche Nationen, war er doch eher als Kaiser zuständig. Der Mann ist schwer unter seinem Wert gehandelt. Es wird immer erzählt, der hat nichts gearbeitet, hat nichts gemacht. Das glaube ich überhaupt nicht. Der hat enorm viel gemacht. Er hat geistig dieses Land nach vorne gebracht. Er hat die Wirtschaft in Gang gebracht. Und er hat sich die Ruhe verschafft, die man dazu braucht, um so etwas machen zu können. Die Maria Theresia, seine Frau, hat halt das nach außen vertreten und er hat das alles abgedeckt und er konnte dadurch sicherlich sehr viel Geheimdiplomatie betreiben, die sonst nicht so leicht möglich gewesen ist. 1759, vor rund 250 Jahren, ließ Franz Stephan den Kaiserpavillon als Kultraum und himmlischen Kraftsalon errichten. Zahlreiche Hinweise, unter anderem die Belege für den Ankauf von teuren alchemistischen Büchern, lassen vermuten, dass der Kaiser im Untergeschoss des Pavillons ein alchemistisches Laboratorium eingerichtet hatte. Im Keller unten, fürs Feuchte heißt man das. Das ist die Chemie. In der Mitte, der Pavillon für die Philosophie, für das Diskutieren, das Besprechen. Und oben drüber die Plattform für das Beobachten der Gestirne. Das alchemistische Werk benötigt vier Feuer, von denen jedes einen eigenen Kamin benötigt. Diese vier Kamine entdeckt hat 1994 der Dr. Helmut Bechlaner, damals noch ganz frisch gefangener Tiergartendirektor von Schönbrunn. Dem Pelikan im Tiergarten ist es egal, dass sein Name Pate für alchemistische Gefäße steht. In diesen wurden gasförmige Stoffe, ohne dazwischen flüssig zu werden, in einen festen Zustand gebracht und damit auf eine andere Stufe gehoben. Der Universitätsprofessor Gutmann hat also dann sehr viel sich für solche Dinge interessiert und hat also mit den interessierten Studenten zum Semesterende immer einen Rundgang durch Wien gemacht und den also aus alchemistisch-mystischer Sicht betrachtet. Unter anderem ist von ihm das damals gefallen, das hölzerne Pentagramm, dass da also ein Labor drinnen war. Das weiß er, dass da unten ein Labor drinnen war und dass man da auch Spuren von zum Beispiel Zinnober gefunden hat. Dies deutet wiederum auf die alchemistischen Tätigkeiten im Pavillon hin. Da Zinnober, das Endprodukt aus der Vereinigung der alchemistischen Substanzen Schwefel und Quecksilber ist. Das Pentagramm aber ist in der Hermetik das Symbol für den Menschen, die Quintessenz der Schöpfung. Wir hören natürlich sehr viele Geschichten über Alchemisten. Diese Geschichten haben einen guten Stoff hergegeben für so manchen Film und für die irrige Meinung, dass Alchemisten Gold machen. Es ist niemals einem Alchemisten gelungen, jemals also Gold wirklich zu erzeugen. Die Alchemisten jedoch, die sich wirklich mit den inneren Werten des Menschen auseinandersetzen, sind die wahren Alchemisten. Und ich denke, dass also Franz Stephan sicher einer dieser wahren Alchemisten war, die ganz einfach das Alchemistenlabor nur für den äußeren Ausdruck dessen verwendet haben, was im Innern des Menschen eigentlich vor sich gehen sollte. Das ist ja ein Kulttraum, das ist ja nicht nur ein alchemistisches Labor, sondern das ist ja auch ein Art Sonnentempel oder ein Himmelstempel, hat es der Hofrat Fischer Kolbre genannt. Die haben sich die Sonnensymbole, das gelb und kreisförmig. Das ist also auf jeden Fall ein Ort, wo der Kaiser und seine Mitarbeiter die Erkenntnis gesucht haben, um eben etwas Besseres zu bewirken für die Bevölkerung. Schon die Form der Anlage erzählt eine Geschichte. Sie gleicht dem astrologischen Symbol für Sonne und dem alchemistischen Symbol für Gold. Sowohl die Sonne als auch das Gold sind zentrale Themen der Alchemie.
Die Alchemie wiederum gehört gemeinsam mit Astrologie, Kabbala und Tarot zu den wichtigsten Disziplinen der Hermetik. Mit den kreis- und kreuzförmig angelegten Wegen ist die Anlage ein sichtbares Zeichen für die unsichtbaren, ja geheimen Vorlieben des Kaisers. Kaiser Franz Stephan war Mitglied in den Geheimbünden der Freimaurer und Rosenkreuzer. Der Pavillon und die ihn umgebenden Wege sind die exakte bauliche Umsetzung des Rosenkreuzerzeichens. Es gibt aber auch noch einen anderen, verborgenen Hinweis auf die Zugehörigkeit Kaiser Franz Stephans zum Geheimbund der Rosenkreuzer. Ritter vom Goldenen Vlies waren Rosenkreuzer und praktizierende Alchemisten. Die Vertreter des Ordens vom Goldenen Vlies trugen als sichtbares Zeichen ihrer Zugehörigkeit das goldene Lamm, das häufig auf den Gemälden und Skulpturen mit abgebildet ist. Franz Stephan war Mitglied dieses Ordens, der ausschließlich der herrschenden Klasse vorbehalten war. Er hat eigentlich im Verborgenen gewirkt und man kann sagen, er ist über die Freimaurer also zu den Rosenkreuzern gekommen. Drei breite Wege führen ins Zentrum der 12 kreisförmig angelegten Tiergehege, den sogenannten Tierlogen, und der 13. Loge für die Menschen, in der heute die Verwaltung untergebracht ist. Schon der Begriff Logen weist auf einen historisch belegbaren Umstand hin. Kaiser Franz Stephan war Mitglied im Geheimbund der Freimaurer. 1731 wurde er in Den Haag als erster Herrscher seiner Zeit in die Bruderschaft aufgenommen und erhielt später in London sogar den Meistergrad. Er hat, auch gegen den Willen seiner Frau, die das Freimaurertum unter Strafe verbot, sein ganzes Leben lang seine schützende Hand über die Logenbrüder gehalten, die auch in vielen anderen Teilen der Welt verfolgt wurden. Genaueres kann man auch heute noch im Schloss Rosenau in Erfahrung bringen. Selbstverständlich, es waren ja Rosenkreuzer und so weiter, die Rosenkreuzergesellschaft mit dabei. Alle miteinander natürlich Freimaurer, ganz klar. Es waren Leute, die hatten Macht, die hatten Geld, die waren einflussreich, die waren hochgebildet und die haben versucht, von dem, was sie hatten, irgendetwas ins Volk weiterzugeben. Was haben die Gelehrten und der Kaiser schon damals gewusst? Welche geheimen Botschaften haben sie in der Sprache der Bilder, Symbole, Figuren und Gebäude vor den Augen ihrer Gegner, aber auch vor den Augen der Nachwelt verborgen? Am 13. Mai, dem Geburtstag Maria Theresias, gegen 5 Uhr morgens, erwacht der Tiergarten wie an jedem anderen Tag auch. Dies ist aber ein besonderes Datum. Zwei Menschen, die sich in den letzten Jahren sehr intensiv mit der Geschichte und den Geheimnissen des Schloss und des Tiergartens Schönbrunn auseinandergesetzt haben, sind die Fremdenführerin Magister Gabriele Lukacs und der Historiker Dr. Erich Krenzlehner. Sie weisen auf ein Geheimnis hin, das sich schon die alten Wiener vor hunderten Jahren zuflüsterten. Es soll am Geburtstag der Kaiserin Maria Theresia am 13. Mai zu ihrer Geburtsstunde, so gegen 6 Uhr morgens, ein besonderes Sonnenphänomen im Kaiserpavillon stattfinden. Das ist ihm gebaut und ihm ausgerechnet worden vom Hofastronom, dem Jesuitenpater Franz. Der war der Mathematiker und der Architekt hat es umgesetzt. Und tatsächlich, am 13. Mai gegen 5.40 Uhr zur Geburtsstunde Maria Theresias geht die Sonne über dem Schloss auf und erleuchtet den Pavillon entlang der Allee, die das Schloss mit dem Pavillon verbindet. Aber in Schönbrunn gibt es noch einen anderen
für Franz Stephan wichtigen Tagen besondere Sonnenaufgänge zu beobachten. Zum Beispiel am 31. Juli, dem Geburtstag des Kaisers Maximilian II., der gleichzeitig der Eröffnungstag des Tiergartens ist. Weil das war ein Privattiergarten, ja. Da haben keine Leute rein. Das ist ein Privatgrund vom Kaiser gewesen. Und das Diarium, die alte Wiener Zeitung, hat geschrieben, am 31. Juli hat der Kaiser seine Söhne und ein paar Minister in die Menagerie geführt. Wir müssen unterscheiden, einen Tiergarten von 1752 und den Tiergarten von jetzt, den Bechlaner jetzt gemacht hat. Es gibt eigentlich drei Kreise, die wir drauf kommen. Das ist der innerste Kreis, der heiligste Kreis, so wie in Stonehenge. In der Mitte waren so Brunnen, das ist der Brunnenkreis und außen war eine Mauer, die ist leider Gottes nicht mehr da und das ist 1889 zerstört worden. Also hier habe ich den Kreis, praktisch das ist der Sonnenkreis, der in der Zauberflöte so für Rolle spielt. Das ist die Beherrschung der Zeit. Das heißt, das hat man früher, also Stonehenge auch schon, die Macht hat der gehabt, der gewusst hat, was jetzt zu tun ist, wo es noch keinen Kalender gegeben hat und noch keine Uhren oder so. Also heute kann man eben diesen Durchgang sehen durch den Pavillon zu den beiden interessanten Tagen. Man kann zur Sommersonnenwende einen sehr interessanten Aufgang beobachten und wahrscheinlich, wenn das Gehölz weg ist, auch zur Wintersonnenwende. Ich bin der Meinung, dass jedes Quadratzentimeter da drinnen drei verschiedene Bedeutungen haben könnte. Bei der Veranstaltung am 13. Mai 2007 konnten die Besucher um 6 Uhr morgens nicht nur den Pavillon wie einen Diamant erstrahlen sehen, sondern bekamen von Erich Grenzlehner und Gabriele Lukacs auch eine Einführung in die Mythologie der Antike. Dieses Deckenfresko hat noch das alte Wissen, das aristotelische, die Vier-Elemente-Lehre. Und zwar der Regenbogen, den man jetzt kaum mehr sieht, der aber im Original sehr farbkräftig war. Teilt das Bild in eine helle und in eine dunkle Seite. Und jeweils gegenüber sind die vier Elemente angeordnet, und zwar Erde, Feuer und Wasser. Wir danken das dem Herrn Wächter, der uns das sehr anschaulich erklärt hat. In der Alchemie sind materielle Elemente und das geistige, das fünfte Element, sehr wichtig. So spiegelt auch das Deckenfresko von Franz Ignaz Mildorfer die Liebe des Kaisers zu seinem Geheimwissen, der Alchemie, wider. Es zeigt oberflächlich betrachtet Ausschnitte aus den damals allgemein bekannten Metamorphosen des Ovid, eines Zeitgenossen Christi. Und zwar jene Szenen, die nur für Eingeweihte die Symbolik der Alchemie erkennen lassen, wie zum Beispiel die vier Elemente. Man sieht Nyctemine und Koronis, die Frau des Sonnengottes Apoll und Mutter des Heilers Asklepios, die in Vögel verwandelt werden, als Vertreterinnen des Elements Luft. Es gibt den Götterboten Hermes und den hundertäugigen Hirten Argus, der auf Heras Auftrag hin auf Io aufpassen soll, als Vertreter des Elements Erde. Io ist die in eine weiße Kuh verwandelte Geliebte des Göttervaters Zeus. Unter dem roten Baldachin sitzt Inachos, der Flussgott, als Vertreter des Elements Wasser, der um seine verloren geglaubte, in eine Kuh verwandelte Tochter Io trauert. Das ist der die Hand so hält. Und im Barock werden Meeresgötter immer so dargestellt, dass sie die Hand nach unten halten. Und man sieht den feurigen Kentauren Nessus, halb Pferd und halb Mensch, der die schöne Nymphe, die Frau des Herakles, verführt, als Vertreter des Elements Feuer. Und wir glauben, dass der Maler jetzt mit Zeus und Hera, dem Götterpaar, die Maria Theresia und den Franz Stephan von Lothringen darstellen wollte. Und auf die Kräfte, auf die Fruchtbarkeit des Franz Stephan von Lothringen Bezug nimmt. Maria Theresia hatte zusammen mit ihrem Gatten 16 Kinder. Franz Stephan soll es zusätzlich auch außerhalb der Ehe zu einer noch viel stattlicheren Anzahl von Kindern gebracht haben. Also der hundertäugige Argus passt auf die Kuh auf. Und das ist wiederum, glaube ich, ein Hinweis. Die Maria Theresia hatte ja ihre Spitzel im ganzen Reich. Sie hat sogar ihren eigenen Mann bespitzeln lassen, wie wir wissen. Eine Keuschheitskommission eingerichtet. Über so manches können wir derzeit nur spekulieren. Vielleicht haben Sie aber auch noch eine andere Geheimwissenschaft, von der wir überhaupt nichts wissen.
Die Maria Theresia hat das alles verändern lassen, nachdem er gestorben ist, und hat eine Statue in das Zentrum hineingestellt. Also es ist schon sehr viel Geheimnis drauf und Raum für Interpretationen. Auch wenn die Tiergemälde erst nach dem Tod ihres Gatten 1765 von Maria Theresia in Auftrag gegeben wurden, so geben sie doch einen guten Überblick über die schon damals reichhaltige Sammlung des Kaisers. Sehr lange hat man ja geglaubt, dass die Gemälde im Pavillon Tiere darstellen, die zu der damaligen Zeit hier gehalten wurden. Wir wissen in der Zwischenzeit, dass dem nicht so war. Der eine oder andere ja, also Casua zum Beispiel. Casua hat es ja schon unter Franz Stephan von Lothringen gegeben. Aber das Zebra war ein Wunschtier. Das Zebra ist viel, viel später gekommen. Aber man hat damals um das Zebra schon gewusst. Zebra war was ganz Besonderes und man wollte sehr wohl ein Zebra haben. Hat es aber zu der Zeit, wie es gemalt worden ist, noch nicht gegeben im Tiergarten Schönbrunn. Es gibt seit dem Jahr 2001 im Tiergarten Schönbrunn auch einen historischen Pfad, der durch den historischen Kernbereich führt, mit insgesamt 16 Stationen. Die wichtigsten Tierhäuser werden dort vorgestellt in ihrer Geschichte, in Bildern und Texten, in Deutsch und Englisch. Zwischen Kaiser Franz Stephan im 18. Jahrhundert und dem Tiergarten von heute liegen wechselhafte Zeiten. Er war ja sehr naturwissenschaftlich interessiert. Es war dann eine Zeit, wo man einfach gesammelt hat. Der Tiergarten war ein lebendes Lexikon. Ganz unterschiedliche Kaiser, zum Beispiel der Sohn Franz Stephans, Josef II. Und natürlich auch Kaiser Franz Josef und seine Sisi erfreuten sich ihrer ständig wachsenden Menagerie. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts, unter dem Menagerieinspektor Alois Kraus, wurde die Menagerie umgebende Ringmauer abgebrochen, die Anlage und der Tierbestand wesentlich erweitert. Kaiser Franz Josef folgte auch der Tradition Maria Theresias und Franz Stephans, die kaiserlichen Besitztümer auch dem Volke zugänglich zu machen. So wurde die kaiserliche Menagerie zu einer der hervorragendsten Stätten der österreichischen Volksbildung. Die beiden Weltkriege gingen leider nicht spurlos an der Menagerie vorbei. Man muss sich das vorstellen. Ganze Stadt kaputt, keine Wohnungen da, Bomben, alles kaputt. Und das Erste, was die bauen, ist, das Riesenrad muss wieder rennen, der Tiergarten muss wieder funktionieren und die Pummerin muss wieder leiden. In den letzten Kriegstagen war der Tiergarten Schönbrunn auch von Fliegerangriffen verfolgt. Ein unglaublicher Bombengeschwader hat 3000 Granaten heruntergeschossen, aber keine einzige hat den Pavillon getroffen. Der am Kraftpunkt stehende Pavillon, Kraftstation, Himmelstation, der ist nichts passiert. Vielleicht fragen Sie sich auch, wie die Verantwortlichen unserer Zeit den Spagat zwischen Denkmalschutz und den Anforderungen an den Tiergarten von heute gemeistert haben. Der Schließung 1992, nur knapp entronnen, bekam der Schönbrunner Tiergarten einen ganz außergewöhnlichen Direktor. Mit Herz und Seele bei der Sache lenkte Helmut Pechlaner 15 Jahre lang die Geschicke des Wiener Zoos und schaffte die Kehrtwendung von einer bedauernswerten Aufbewahrungsstelle für Tiere zu einem der modernsten Zoos der Welt.
Die Situation war schon eine sehr schwierige, weil die Tierhaltung so völlig aus dem Ufer gelaufen ist. Es war sehr viel Einzelhaltung. Allein im Affenhaus hat es, glaube ich, 3-4 Arten gegeben, die einzeln waren, aber auch bei den Huftieren. Es hat kaum Vergesellschaftung gegeben, sehr, sehr viele kleine Gehege. Und es musste hier schon komplett alles neu gemacht werden. Und wir haben begonnen mit dem Kleinaffenhaus, das eben heute noch beim Teich dort steht. Wir haben weiter geplant dann für die Elefanten und für die Großkatzen. Es ist sehr viel Geld hereingeflossen. Anders als zu Kaiser Franz Stephans Zeiten beherbergt der Schönbrunner Tiergarten heute eine beeindruckende Anzahl prachtvoller Raubtiere. Auf Wunsch Maria Theresias mussten die gefährlichen Tiere, wie zum Beispiel Raubkatzen und Bären, im Vorgänger des Tiergartens Schönbrunn im Schloss Neugebäude, dem Sommerpalast des Habsburger Kaisers Maximilians II. Bleiben. Was sind die Aufgaben eines Zoos heute? Das sind vier. Das ist Erholung. Die Menschen wollen einfach in einer schönen Atmosphäre einen schönen Tag erleben und auch die Liebe zu den Tieren erlernen. Nur was man kennt, das schützt man. Das zweite ist Artenschutz und Naturschutz. Sehr, sehr viele Tierarten sind im Freiland schon so gefährdet, dass es größere Populationen im Zoo gibt. Also als Arche ein wichtiger Bereich. Das dritte ist dann die Bewusstseinsbildung. Den Menschen zu zeigen, was sie verlieren, wenn die Artenvielfalt weg ist. Bewusstseinsbildung, ich denke, wohl die wesentlichste Aufgabe im Tiergarten heute überhaupt. Und der vierte Punkt wäre Forschung. Forschung ist seinerzeit schon betrieben worden. Also das Forschungsthema war immer ein Thema, gerade des Tiergarten Schönbrunns. Und das ist es natürlich heute auch noch, wobei die Forschungsthemen sehr unterschiedliche sind. Heuer ist es die Amphibienkrise, die sicher eine der größten Naturschutzkrisen der letzten Jahrzehnte ist, weil Amphibien sind weltweit gefährdet und zwar wirklich vom Aussterben bedroht. Also Forschung durchaus auch im Konnex mit Artenschutzthemen. In allen Epochen der Menschheit, wenn sie in eine neue Epoche hineingegangen sind, mussten sie mit dem Tier eine innige Verbindung eingehen. Auch im Tiergarten von heute gibt es Visionen für die Zukunft. Und die Orangerie, das ist einfach ein Wortspiel. Die Orangs werden dort einziehen und werden also wirklich ein sehr, sehr großzügiges Gehege auch mit einem großen Außengehege bekommen. Wir haben ja auch einen kulturellen Auftrag und da sind wir stolz drauf. Wir sind der einzige Zoo, der auch eine barocke Anlage hat und eben moderne Tierhaltung mit dem barocken Ambiente verbindet. Und das wollen wir natürlich auch in der Orangerie machen. Wir werden dort Veranstaltungen machen für bis zu 300 Personen. Und dieser ganze Bereich, zoopädagogische Abteilung, Bibliothek, Archiv, wird dort auch seinen neuen Platz bekommen. Es gibt noch viele bekannte Geschichten, aber auch Geheimnisse über den Tiergarten, den Schlosspark und Kaiser Franz Stephan zu erzählen und zu entdecken. Für uns, vielleicht aber auch für Sie. Vielleicht haben Sie aber auch noch eine andere Geheimwissenschaft, von der wir überhaupt nichts wissen. So richtig eingeweiht sind wir ja nicht. Wir sehen ja nur die äußeren Zeichen. Wer ein wenig über die Zeit und den historischen Hintergrund Franz Stephans weiß, sieht vielleicht mit einem anderen Blick auf die sonst schon so vertrauten Gebäude, Gesichter und Skulpturen. Vielleicht bis auf Wiedersehen bei einer Schatzsuche nach dem offensichtlich Verborgenen an einem der magischsten, schönsten und inspirierendsten Orte Wiens.